Liebe Freundinnen und Freunde, das ist nun schon die 30. BDK seit unserer Vereinigung. Und noch immer gibt es gute Gründe, diesen Programmpunkt Aufbau Ost gesondert auszuweisen. Denn wenn wir schon von neuen Bundesländern sprechen, dann sollte sich dort auch wirklich Neues zeigen und sehen lassen. Und damit meine ich nicht nur die erneuerten Straßen und Städte, sondern neue Wirtschaftsstrukturen, neue kreative Forschungseinrichtungen, die wir unterstützen und fördern wollen. Denn Ostdeutschland hat die besten Voraussetzungen, zu einem Referenzgebiet für erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe zu werden. Und das wollen wir ausbauen. Gerade jetzt in der Krise zeigen sich ja die Vorteile von kleinen, innovativen Unternehmen, von regionalen Wirtschaftskreisläufen. Und sicher wäre es gut gewesen, wenn die Bemühungen zu Opel auch damals zur Rettung der industriellen Kerne Ostdeutschlands geführt hätten. Dass allerdings jetzt nach der Deindustrialisierung der DDR ausgerechnet die alten industriellen Schweinemastanlagen wieder in Betrieb gehen, führt den Begriff Schweinesystem in ein völlig neues Licht. Und leider hat sich hier bei meinem Freund Matthias Platzek der grüne Star langsam auch zur ökologischen Blindheit entwickelt. Neue Energien hingegen verspürt Franz Müntefering. Wie zu hören, zu lesen und zu sehen ist, ist er ja in neuer Verfassung. Warum er natürlich gleich eine neue Verfassung fordert, das ist sein eigenes Geheimnis, denn seine Partei hat ja immer den Beitritt nach Artikel 23 mitgetragen und sich einer neuen Verfassung in den Weg gestellt. Wir wären ja schon gut dran, wenn wir heute den Artikel 146 Grundgesetz einlösen würden, eine Volksabstimmung über das Grundgesetz, damit wir endlich eine Verfassung bekommen. Denn der Hauptanspruch der friedlichen Revolution, wir sind das Volk, also unmittelbare Einmischung, direkte Demokratie ist bis heute nicht erfüllt. Deswegen unterstütze ich hier den Antrag, den 9. Oktober, also den Tag der ersten großen Leipziger Montagsdemonstration, zu einem Tag der Zivilcourage der Bürger- und Menschenrechte zu machen. Das ist sicherlich nicht die Geschichte der Westdeutschen, aber es könnte unsere und müsste unsere gemeinsame Geschichte und Erinnerungskultur werden. Wir brauchen kein Freiheits- und Einheitsdenkmal, wenn wir die Gedenkstätten erhalten, wie diesen schrecklichen Grenzübergangspunkt Marienborn, wo man die Teilung und die Unfreiheit authentisch erfahren kann. Noch brodelt es in der Geschichte und ist das Geschichtsbild zur DDR nicht abgeschlossen. Deswegen sage ich ganz deutlich, dass sich die 68er-Erfahrung nicht wiederholen sollte. Denn die Zukunft entscheidet sich auch im Kampf um die Vergangenheit. Und klar braucht das kapitalistische System tiefgreifende Veränderungen. Aber ich bitte euch um kritische Distanz zu denen, die den sozialistischen Karren bis zur Deichsel in den Dreck gefahren haben und heute als unbekümmerte Wagenknechte von Systemwechsel sprechen und eigentlich nur einen guten Neosozialismus vor Augen haben. Die PDS oder wie immer sie heißen mag, die wechseln ja ständig den Namen, um ihre eigentliche Herkunft zu kaschieren. Also diese mehrfach umbenannte SED darf man nicht nur an diesen plötzlich aufgetauchten Pazifismus und der Glaubwürdigkeit und ihren sozialpolitischen Ansprüchen messen, sondern auch an ihrem Verhältnis zur Vergangenheit. Und solange dort hartnäckig geleugnet wird, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, betreibt man Verklärung und Verharmlosung und trägt dazu bei, dass heute viele Jugendliche in Ost und West den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie nicht benennen können und anfällig sind für politische Verführung. Unlängst hat sich auch unser noch Bundespräsident Köhler zu diesem Thema geäußert und Respekt vor den Lebensleistungen der Ostdeutschen angemahnt. Aber so wie es keine Kollektivschuld gibt, kann es auch keinen Kollektivrespekt geben. Wir sollten die Lebensleistung schon genau betrachten, auch die von Horst Köhler, als er noch Mitglied des Währungsfonds war und das Monster, was er heute an die Kette legen will, damals sogar den Laienzwang abgelehnt hat.
Aber andererseits sage ich auch, wenn einer jahrzehntelang Parteifunktionär war und Mitverantwortung für Wahlfälschung und brutale Überschreitung am Dresdner Hauptbahnhof trägt, dann kann er offenbar nur PDS-Ehrenvorsitzender werden, weil dort eine bestimmte Tradition hochgehalten und verkörpert werden soll. Dort, wo man die Lebensleistung in der Diktatur, also mutige, unangepasste Kunst, hätte würdigen können, in der Ausstellung 60 Jahre, 60 Werke, fehlen die kritischen DDR-Künstler. Und der Schriftsteller Christoph Hein hat völlig recht, wenn er dagegen protestiert, weil der Kulturminister Neumann sollte sich nicht nur um die goldene Lola, sondern um die Auflösung dieses Skandals kümmern. Kommst du zum Schluss, ja, bitte? Liebe Freundinnen und Freunde, die mentale Trennung, die wir in unserem Land immer noch spüren, ist nicht nur die Mauer in den Köpfen, sondern oft das Brett davor. Und das müssen wir überwinden, denn wir stehen in dieser Krise vor der ersten gemeinsamen gesamtdeutschen Bewährungsprobe. Und dazu brauchen wir eine gemeinsame Kraftanstrengung und natürlich auch diesen neuen Gesellschaftsvertrag. Ich danke euch.